Guten Morgen, wir haben einen extrem aufgewachten Günther Wagner hier. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr kennt euch. Okay. Ich bringe meine Fans immer mit. Ja, schön. Auch Hamburg. Ja, schön, dass ihr schon da seid. Wir fangen jetzt auch direkt an mit Günther und Günther wird viel über Transformation erzählen. Du hast ja auch schon viele mitgemacht, so persönliche, und daraus dann so Lehren gezogen. Und ist dein, der Titel deines Vortrags ist Mission Business Strato. 10 Tipps für den erfolgreichen Sprung aus unbekannten Höhen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Das ist ein kleiner Sprung. Aber unbekannt. Ich habe es noch nicht gemacht. Bitte. Ja, einen wunderschönen guten Morgen nochmal an alle Anwesenden. Falls hinten jemand ist, der kann auch noch nachrutschen oder von draußen aus den Hallen. Ich freue mich erstmal, dass ich heute früh, ist das immer so hell beblendet hier, ich bin so geblendet von euch, dementsprechend einen kurzen Impuls geben darf. Und zwar, wir haben ja gestern schon viel gehört, gerade auch in dem Bericht von unserem Maschinenbauunternehmen, dass es durchaus 5 Jahre dauert. Also 3 Jahre haben sie schon hinter sich, 2 Jahre noch vor sich für die Transformation. Und wenn irgendwelche Veränderungen positiv gelaufen sind, dann sehen die Außenstehenden in der Regel nur noch, ey, toll erfolgreich. Diese Erfolge, die wir haben, die werden dann angeschaut und man ist glücklich und man erinnert sich eigentlich auch nur noch an diesen Erfolg und betrachtet den. Aber dass das Ganze 5 Jahre gedauert hat, mit viel Schweiß und Blut, mit Ängsten, mit Widerständen etc., darauf schaut keiner mehr. Aber genau aus diesen kleinen Episoden, die eigentlich diese 5 Jahre in diesem Fall mal begleitet waren, kann man sehr viel lernen, weil das sind die Lernerfolge, die wir eigentlich dann in der Transformation nutzen können. Und ich habe heute ein Beispiel mitgebracht, wo ich euch reinbringen möchte in eine Mission. Das ist auch abgeleitet aus dem Titel des Vortrages, nämlich Mission Strato hieß das eigentlich. Ich habe nur Business dazu gemacht, was können wir quasi fürs Geschäft daraus lernen aus dieser Mission Strato, und zwar Felix Baumgartner. Wer kann sich noch an Felix Baumgartner erinnern? Super. Das Ganze liegt schon ein bisschen zurück. Der Sprung von Felix Baumgartner war am 14. Oktober 2012. Und ich selber wohne in Salzburg, also ich bin ausgewandert und bin in meiner Wahlheimat. Wer von euch war schon mal in Salzburg gewesen? Wer schon mal im Hangar 7? Hangar 7, hast du gesehen, die Raumkapsel von Felix, die da steht? Nicht gesehen. So, wer war schon mal im Naturkundemuseum gewesen in Salzburg? Gar keiner. Doch, hey. Ach, herzhaft. Dort im Naturkundemuseum in Salzburg gibt es eine Wand, wo verschiedene Filme abgerufen werden können. Unter anderem der Sprung von Felix Baumgartner. Und dann sitzen die Kiddies davor und schauen sich das irgendwo 10-mal an. Ich selber habe dieses Ereignis für mich genommen, weil ich ein bisschen das nachvollziehen kann, was Felix gemacht hat, weil ich komme selber aus der Fliegerei, ich war bei der Luftwaffe gewesen und ich weiß, was es heißt, allerdings nur, ich bin bis auf 18.000 Meter, er ist natürlich viel, viel höher. Und ich möchte euch einfach mal einladen, sich nochmal rein zu versetzen in diese Phase, was dort passiert ist, und euch mitnehmen auf diesen kleinen Erfolg, den wir dann einfach mal schauen, was wir daraus für uns, fürs Geschäft. Also den meisten Menschen ist einfach genau dieser Sprung in Erinnerung. Und was dort abgelaufen ist. Und Felix Baumgartner hat mit diesem Sprung mehrere Rekorde gebrochen. Das erste war die höchste bemannte Ballonfahrt eines Menschen auf 39.046 Meter. Es war damit die höchste Absprunghöhe eines Menschen. Er hat die längste Zeit im freien Fall gemacht und
Er hat als erster Mensch die Schallmauer durchbrochen. Er ist mit über 1300 km/h dort im freien Fall runtergeflogen. Das sind die Erfolge von Felix Baumgartner. Es gab noch einen weiteren Erfolg, der so nicht geplant war. Es gab auf Google, auf YouTube die meisten Klicks. Also es war ein hervorragendes Werbeevent gewesen für Red Bull. Aber darum geht es nicht. Können wir bitte einfach mal? Es hängt. Gut, ich erzähle einfach frei weiter. Und die Herausforderung ist natürlich, was gab es eigentlich für Hindernisse, für Hürden, um dieses Event in Anführungsstrichen erfolgreich zu machen? Immerhin, die Vorbereitung für diesen Sprung hat 5 Jahre gedauert. 5 Jahre Vorbereitung, dass wir diesen Sprung durchführen konnten. Und der Testsprung für Felix Baumgartner aus 10.000 Meter Höhe wäre nach 2 Jahren gewesen. Dort waren sie so weit, dass sie den Testsprung machen, um dann auf die nächstgrößte Höhe, auf 39, zu gehen. Und jetzt versetzt euch mal in die Lage, nach 2 Jahren soll Felix Baumgartner als Basejumper bekannt. Es gab eigentlich kein Event, wo er sagte, von dem Hochhaus springe ich oder Wolkenkratzer springe ich runter etc. gab die tollsten Sachen. Er war über den Ärmelkanal geflogen. Nach 2 Jahren, morgen soll ich springen. Was macht Felix Baumgartner? Er fährt auf den Flughafen, kauft sich ein Ticket, sitzt in der Ecke, Panikattacken, ruft seinen Chef, den Dicken, an, den ihr im Fernsehen gesehen habt. Ich kann nicht. Ich kann nicht springen. Weil er hatte Angst, er hatte Panikattacken. Und jetzt war der Moment, wo er diese Ängste, die er hatte, nicht mehr unter den Teppich kehren konnte. Und es gibt einfach verschiedene Sachen, die in solchen Veränderungsprozessen, die wir einfach auch in unseren Unternehmen haben, in unseren Organisationen haben, wo wir auch Ängste haben, wo wir Widerstände haben. Es gab noch einen zweiten großen Hinderungsgrund oder Hürde, die wir überwinden mussten. Das ist, mal gucken, ob jetzt das Bild geht, jawohl. Das sind die berühmten schwarzen Schwäne, die da auf einmal einhergeflogen kommen. Ungeplante Ereignisse, die keiner so gerne haben möchte. Also wie gehen wir mit diesen unbekannten Sachen um? Weil wir verwechseln ja häufig mal die Landkarte mit der Landschaft. Wir haben alles auf dem Tablett wunderbar geplant, aber nachher in der Realität, im Leben, auf der Landschaft funktioniert es nicht. Und die dritte große Hürde, die wir überwinden müssen, ist die Macht der Gewohnheit. Schauen wir uns das erste einmal an, die Macht der Gewohnheit. Für Felix Baumgartner war es gewesen, er war bisher in der Regel nur in Jeans und T-Shirt gesprungen und hatte einfach seinen Körper als aerodynamisches Element in Anführungsstrichen nutzen können. Er spürte die Luft und es war quasi für ihn einfach eine gewohnheitsmäßige Sache. Was war ungewohnt für ihn? Erst einmal in ein vollkommen neues Metier zu gehen. Also nicht mehr da, wo Aerodynamik herrscht, sondern oben in der Stratosphäre haben wir keine Aerodynamik. Da ist freier Fall. Die nächste Sache, das Ungewohnte war, er hatte bisher gespürt die Luft, die seinen Körper umströmt. Er sollte jetzt auf einmal hineinsteigen in so einen Raumanzug. Ist unwahrscheinlich charmant. Da hast du Druckhosen an. Über diese Druckhosen kriegst du dennoch so einen wunderbaren Anzug und dann eine Taucherglocke aufgesetzt. Hast quasi Druckkompression vom Atmen her. Es ist alles nicht mehr das, wie du es gewohnt bist. Sein gewohnter Weg war es, wie er als Leistungssportler unterwegs war, eben ohne diesem Ganzen. Und das ist einfach diese Herausforderung, wie gehen wir mit unseren eingefahrenen Wegen, mit der Macht der Gewohnheit um. Das könnt ihr vergleichen wie mit einer Gartenanlage. Wenn ein Gartenplaner eine wunderschöne Anlage geplant hat, stellt euch vor, diese ganzen Betonhallen gäbe es nicht, das wäre eine wunderbare Fläche. Ihr dürft hier eine Gartenanlage machen, ihr habt den Rasen ausgesät. Und dann kommen die Ersten und die latschen nicht, in Anführungsstrichen, auf den von euch vorgesehenen, wunderbar geplanten Wegen, sondern die latschen einfach an der Stelle ihren eigenen Weg. Darf das sein? Dürfen die das machen?
Und mit jedem Mal, wo die dort langlaufen, wird dieser Weg immer mehr eingetreten. Und dann kommen noch welche anderen und laufen diesen Weg auch noch mit. Und auf einmal ist aus diesem Trampelpfad ein richtiges, ja, toller Weg geworden. Und ihr wisst selber, wenn dann auf einmal auch ein Unbekannter kommt, was macht der mit diesem eingetretenen Weg? Der läuft den auch lang, obwohl ihr als Gartenplaner dort was anderes vorgesehen hattet. Und in Stresssituationen ist es so, dass unser Gehirn einfach die Energie braucht, um mit dem Stress umzugehen. Und den Stress hast du natürlich, wenn du so eine Sache machst. Das heißt, dann gehst du routinemäßig auf die dir bekannten Wege. Und das sind dann vielleicht diese Trampelpfade, die wir haben. Und die Frage ist, welche Trampelpfade haben wir alle? Und in neuen Situationen, wo wir irgendetwas machen wollen, wo wir neue Arbeitsabläufe, neue Prozesse, neue Formen der Zusammenarbeit machen wollen, ist ja die Frage, da bräuchten wir eigentlich Heiterkeit, da bräuchten wir eigentlich Muße, da bräuchten wir Raum und Zeit, um das zu machen. In der Regel haben wir aber Zeitdruck, den wir im Nacken spüren, im Rücken haben. Wir haben irgendeinen Stress und im Stress neigt unser Gehirn dazu, einfach Energie zu sparen an den Stellen, wo es möglich ist, und dann nutzen wir einfach die eingespurten Wege, unseren Trampelpfad. Das nächste, unsere Ängste. Felix Baumgartner hatte einfach Angst gehabt, in diesen Raumanzug zu steigen. Er hatte regelrechte Panikattacken bekommen und dort ist eins passiert, was wahrscheinlich auch viele von euch kennen, dass wir unsere Ängste schön unter den Teppich kehren. Die werden schon irgendwie von alleine sich wieder auflösen. Nur dass diese Wulst unter dem Teppich immer größer wird, weil wir uns mit dieser Angst einfach nicht auseinandergesetzt haben, weil wir uns der nicht stellen. Aber dann kommt eventuell, wie beim Felix Baumgartner, die Situation, morgen hast du deinen Probesprung. Da kannst du quasi nicht dich mehr drum herum mogeln. Er hatte die Etappen in dem Raumanzug immer künstlich relativ kurz gehalten, indem er dann sagte, ich mache mal das Helmvisier auf, damit ich mit dir besser sprechen kann. Oder aber, können wir nicht nur kurz eine Pause machen, ich muss mal über was nachdenken. Also alle möglichen Ausreden, um die Zeit zu überbrücken, um wieder normal im Leben zu stehen ohne diesen Raumanzug. Und diese Ängste, das ist die Frage, wie sind wir sozialisiert worden, um mit solchen Ängsten rumzugehen? Mit wem können wir darüber sprechen? Über unsere Ängste, über unsere Widerstände, über unser vielleicht Angst des Versagens. Und oftmals ist es ja so, dass das ja nur Konstrukte sind, nach dem Motto, das könnte passieren. Wir bilden uns das ein. Die Frage ist, passiert das hinterher wirklich so? Aber dieses Konstrukt, unser Gehirn kann ja nicht unterscheiden zwischen dem, was wir uns konstruiert haben und dem, was eigentlich draußen in der Natur denn wirklich passiert. Und das Dritte, was reinkommt, sind diese berühmten schwarzen Schwäne. Ich denke nur mal an die Finanzkrise zurück, wo dann auf einmal unerwarteterweise die Banken alle faule Kredite hatten, hatte keiner vorhersehen können. Genauso ist es aber auch in vielen anderen Bereichen mit diesen unerwartet eintretenden Ereignissen. Und die kommen, ob wir wollen oder nicht, sie sind auf einmal da, weil wir uns einfach nur auf unseren Plan verlassen haben. Und wenn wir von diesem Plan abweichen, weil wir draußen in unsere reale Umwelt kommen, kommen auf einmal diese Ereignisse. Oftmals provozieren wir sie sogar regelrecht, dass sie kommen sollen. Und dann finden wir auch sehr schnell einen Schuldigen. Nehmen wir einfach mal, früher sind die Wellen an den Strand gespült, wenn ein Tsunami war, hat keinen Menschen irgendwo interessiert. Dann kamen die Menschen auf die Idee, wir bauen mal Kernkraftwerke in Form einer Atombombe quasi an den Strand, nehmen wir Fukushima und dann rollt der Tsunami darüber, dann ist natürlich der Tsunami schuld. Ist es wirklich der Tsunami oder haben wir dort vielleicht dieses Kernkraftwerk hingestellt? Also sprich, durch unsere Aktivitäten provozieren wir oftmals das Eintreten dieser schwarzen Schwäne, weil wir uns der Komplexität
der Umwelt, in der wir uns bewegen, oftmals gar nicht bewusst sind. Und dann setzt der berühmte Aktionismus ein, auch beim Felix Baumgartner im Team, dann haben wir auf einmal sehr schnell Vertrauensverlust. Was haben sie gemacht? Sie haben den Teamleiter rausgeschmissen. Dann kam ein neuer Teamleiter rein, der natürlich die bisherigen Entscheidungen nicht mitgetragen hatte und es ganz anders machen wollte, sodass sie dann auf einmal diesen neuen Teamleiter wieder rausgeschmissen haben und den alten zurückgeholt haben, der wenigstens wusste, worum es ging. Also wir kommen dann oftmals in einen Aktionismus, der ausgelöst ist durch Sachen, die wir durch diese veränderten Rahmenbedingungen haben. Und die Frage ist ja, wie kann ich jetzt diese ganze Sache eigentlich trotzdem erfolgreich machen? Und beim Felix Baumgartner, der dann einfach wirklich am Flughafen saß, müsst ihr euch vorstellen, in einer panischen Angst, zusammengekrümmert, das Flugticket nach Salzburg schon gekauft, ruft seinen Chef, seinen Coach an und sagt, ich kann nicht mehr. Und dort muss man sich vorstellen, wie geht diese Führungskraft jetzt mit Felix um? Sagt er, ey, hab dich nicht so, komm, das schaffen wir morgen. Nein, er zeigte Verständnis. Er zeigte vollkommenes Verständnis, fliege nach Salzburg zurück, nutze die Zeit des Fluges, um für dich zu finden, was du wirklich machen möchtest und wie wir da hinkommen. Und das ist eigentlich das Gute gewesen, dass sie alle zusammen, das ganze Team, eine ganz starke Vision hatten. Und die Vision ist wirklich der Ordnungsrahmen, der uns vorgibt, was wollen wir eigentlich machen und was sind unsere Werte, in der wir das auch Ganze machen wollen. Weil wenn das nur ein Aktionismus gewesen wäre, ich will mal springen, einfach nur so nach dem Motto, so wie manche Leute sagen, ich fahre mal dahin. Nein, da ist eine große Vision, da ist eine Identifizierung mit einer Idee da gewesen und die gibt uns die Kraft, dann auch durchzuhalten in solchen schwierigen Situationen. Es gibt aber noch eine andere Sache. Wir brauchen jemanden, mit dem wir uns austauschen können. Ich sage einfach mal Coach. Dieser Coach, das kann meine Partnerin, mein Partner sein, das kann mein Kollege sein, das kann meine Führungskraft sein, das kann ein externer Coach sein, was mein Hauptberuf ist, mit dem ich mich austausche, mit dem ich offen und vertraulich sprechen kann über diese Situationen, der mir Feedback gibt, von dem ich dann auch mal ja, quasi ja die Erlaubnis habe, ja auch Feedback zu bekommen, der mir aber auch ein Feed-Forward geben kann. Weil Verhaltensänderung ist das eine, das Schwierigste ist aber an der Verhaltensänderung, dass die anderen es auch mitbekommen, dass ich mein Verhalten geändert habe. Ich nehme einfach mal ein plakatives Beispiel, der Bundeswehrler. Besoffen, gestern Abend an der Ecke gewesen, was heißt es, die Bundeswehr säuft. Kommt der nächste Bundeswehrler an, klar, Bundeswehr säuft. Also sprich, man ist gleich in einer Schublade drin. Selbst wenn ich jetzt ein halbes Jahr trocken bin und nichts getrunken habe, bin ich in der Schublade drin. Das ist doch typisch, das ist doch einer von denen. Also wenn ich mein Verhalten geändert habe, wenn ich eine andere Kommunikation habe, wenn ich eben angenommen zum Beispiel nicht mehr gleich mit meinen Ideen als Führungskraft komme, wenn ich die anderen einlade, dass wir jetzt gemeinsam die Ideen erarbeiten, was wir gestern ja auch gehört haben, das kriegen die anderen erstmal gar nicht mit, dass ich sie reden lasse, dass ich sie ihre Gedanken reinkommen lasse. Da muss ich sagen, ey, ist dir zum Beispiel aufgefallen, dass ich euch gemeinsam reingeholt habe, dass wir gemeinsam die Sachen gemacht haben. Ich muss also mein verändertes Verhalten den anderen auch quasi Inception-mäßig in ihr Gehirn geben, damit sie einfach mitkriegen, ja, wo du das jetzt so sagst, absolut, vollkommen richtig. Also die Verhaltensänderung ist das eine, das andere ist aber, dass meine Umwelt auch mitbekommt, dass ich dieses Verhalten geändert habe. Und dafür brauche ich Coaches. Wir haben gestern mehrere Beispiele gehabt, auch Conny von dir, übers Fußball. Da habe ich ein ganzes Coach-Team.
Also nicht nur einen Coach, sondern da habe ich für die verschiedensten unterschiedlichen Aufgaben meinen Coach. Und das, was Profis machen, sprich Fußballer, die ja 95% ihrer Zeit üben, üben, üben und dafür die verschiedenen Coaches haben, sollten wir, die eher 100% nur arbeiten und selten mal üben, einfach schauen, wie oft haben wir eigentlich einen Coach aus unserem Coachpool rausgenommen. Das zweite ist eben dieses Üben des Neuen. Das heißt, wie oft gehe ich den neuen Trampelpfad, dass ich den auch laufe und nicht in den alten Trampelpfad reinfalle. Weil in Stresssituationen, wo ich Zeitnot habe, wo ich vielleicht Umsatzdruck habe, wo ich weiß, da sind entschiedene Sachen, falle ich automatisch in meine alten Verhaltensmuster rein. Also muss ich das Neue üben und auch wenn es vielleicht ein bisschen wackelig ist, jawohl, erst durch ein mehrfaches Üben kann ich dann auch in Stresssituationen darauf zurückgreifen. Dann, welche Haltung habe ich? Geht einfach mal alle, lasst euch mal so richtig hängen in euren Stuhl, mal nach vorne den Kopf hängen, macht das mal. Geht mal rein und lasst euch mal so richtig wie so ein Flumi nach vorne halten, so wie der Linke dort auf dem Bild, Kopf hängen lassen und sagt, Chaka, ich bin richtig gut drauf. Jetzt setzt euch mal aufrecht ein bisschen hin, rollt mal die Schultern nach hinten, alle mal die Schultern rollen, auch in den hinteren rein. Und jetzt geht man in diese Haltung, es ist richtig scheiße, ich bin total Depri, das ist alles mies, alles blöd. Geht das? Also, eure körperliche Haltung korrespondiert auch mit eurer inneren Haltung. Und beobachtet mal früh morgens 6 Uhr, so wie heute früh, wo ihr unterwegs seid, die Leute in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln, mit welcher Haltung die unterwegs sind. Und die wollen die Welt bewegen. Nach dem Motto, ich bin super drauf, wir machen heute jetzt einen neu auf Lean. Das funktioniert nicht. Ich brauche auch die richtige körperliche Haltung, also eine innere Haltung, aber auch in der richtigen aufrechten körperlichen Haltung. Ich brauche auch Mut, das Neue zu machen. Wir haben gestern in verschiedenen Vorträgen gehört, was alles ausprobiert wurde. Und dafür muss ich natürlich einen gewissen Mut haben, dass ich das auch mache. Weil ich werde ja auch beobachtet und habe natürlich vielleicht wieder Ängste, dass wenn ich das Neue ausprobiere, was denken denn die anderen da über mich? Was soll denn das Ganze? Also den ersten Schritt war, verrückte Sachen zu machen. Traut euch, habt einen Mutanfall. Dann natürlich, wenn wir jetzt mal bei Felix Baumgartner denken, mit der Thematik Angst vor dem Raumanzug. Wenn ich an meiner Angst arbeite, das geht nicht. Dann bin ich immer mental darin geblieben. Was hat Felix gemacht? Er hat geübt und zwar unter Wasser, im Tauchen. Also ist ein vollkommen neues Bild eingetaucht, wo er nicht belastet war mit seinen Ängsten, wo er neu üben konnte. Also macht ein Reframing im NLP. Wir haben gestern auch gehört von Matthias, dass er eine NLP-Ausbildung hatte. Ist Reframing ein Element? Nutzt diese Sachen. Und wenn es nur die Veränderung des Raumes ist, dass ihr also nicht in dem alten Meetingraum das Ganze macht, geht einfach auf die andere Straßenseite in die Pizzeria und besprecht das Ganze dort. Also geht in einen anderen Raum. Und dann, wir haben ja immer so schnell gleich, ich sage mal, die roten Steine, sprich das Negative, dass wir wissen, warum es nicht geht, was alles schlecht an der Sache ist, etc. Bitte sucht nach dem Positiven. Weil in dieser Situation das Positive ist, wenn der auf mich schießt, dann fällt er mit runter. Und es gibt sehr viele kleine positive Sachen. Man muss nur dafür suchen, danach suchen. Und beim Felix Baumgartner war es gewesen, hey, dieser Raumanzug, der hat eine ganz große positive Sache. Der ermöglicht mir, in der Höhe da oben zu überleben. Ohne dem könnte ich es gar nicht. Also ich muss einen Reverse machen. Was ist an diesem Ding, was ich eigentlich hasse, wovor ich Panik habe, durchaus positiv dran? Und wenn man lange genug sucht, findet man es auch, diese grünen Steine. Und damit komme ich zu den 10 Tipps, die wir dort haben. Also das Erste, wir brauchen eine Vision. Ohne Vision, die mir wirklich die Kraft vermittelt, dass ich dran bleibe und mache, funktioniert es nicht.
Ich brauche Mut, das Neue zu machen. Unabhängig davon, was die anderen vielleicht denken. Nach dem Motto, vielleicht geht's schief, dann haben wir gestern auch das Thema Fehlerkultur gehabt. Wir sind ja nicht unbedingt so in einer fehlerfreudigen Sache. Nein, habt Mut, es anders zu machen. Bewertet es nicht. Das nächste Relate, das war dieser Coach, mit dem ich mich austausche, also in Beziehung bin. Repeat, also wiederholt das Neue. Reverse, das ist das Umdrehen, sprich, was ist an der Sache das Positive und nicht immer nur das Negative suchen. Dann haben wir das Reframe, einfach in einem neuen Kontext zu betrachten, in einem neuen Bild, raus aus den alten Bildern, weil gerade die alten Bilder, die können auch durchaus Raum und Zeitpunkt sein. Das kennen die Raucher vielleicht von euch ganz gut, nach dem Motto, immer nach dem Aufstehen muss ich eine rauchen oder immer nach dem Essen muss ich eine rauchen. Das heißt, bestimmte Handlungen von uns sind einfach an einen bestimmten Raum oder an einen bestimmten Zeitpunkt geknüpft. Also hier müssen wir auch eine Musterunterbrechung hinbekommen. Und das nächste war Reshape. Ich hatte euch ja gerade mal in diese schöne Haltung gebracht, dass wir also quasi hier rauskommen, dass wir eine neue Haltung einnehmen. Dann achtet auf eure Gefühle. Wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen. Wir funktionieren nicht auf dem Druckpunkt, sondern nehmt eure Gefühle erstmal wirklich wahr und lernt es auch mal, diese Gefühle dementsprechend zu achten, zu respektieren und dieser Stimme zu vertrauen, intuitiv. Wir brauchen eine positive Fehlerkultur, das ist gestern auch schon gekommen. Und wer jetzt mitzählt, da stehen nur 9 Punkte. Die zehnte Empfehlung ist einfach, horcht in euch selber rein, was ihr für euch braucht, damit ihr das Neue in die Welt bringen könnt. Ja, damit habe ich auch genau die 30 Minuten eingehalten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und stehe damit auch zu euren Fragen zur Verfügung. Dankeschön. So, jetzt soll ich ja hier stehen. Ja, ich komme auch mal hier rein. Ich wurde gestern auch schon öfter ermahnt. Oh. Also bei dir sprießt es ja aus allen Poren, dieses positive Lebensgefühl. Warum und so früh am Morgen. Warum soll ich ein Miesmuffel sein? Ja, das ist super. Es ist doch schön, so viele Zuhörerinnen und Zuhörer zu haben. Da muss man doch gut drauf sein. Jetzt gucken wir mal, ob die auch schon Fragen haben, so früh am Morgen. Wir haben die Würfel hier. Möchte einer reinsprechen? Da hinten haben wir. Ah. Ich glaube, du kannst weiterwerfen heute Morgen. Ach. Er kommt nach vorne. Coaching, jetzt gibt es ja diesen Begriff Coaching ohne Auftrag. Sollte man nicht machen. Was heißt Coachen ohne Auftrag? Zwangsbeglückung zum Beispiel. Wie bitte? Zwangsbeglückung. Ach so, Zwangsbeglückung. Ja, also das wäre ja Coaching mit Auftrag. Nach dem Motto, der Chef möchte, dass der Mitarbeiter sich verändert. Das ist ja Zwangsbeglückung. Genau. Kannst du ein bisschen hier reinsprechen? Ich habe manchmal nicht drum rum, dass der zu Coachende das vielleicht zumindest aktiv gar nicht will. Ich aber von außen diesen Auftrag bekomme. Hilf ihm, ja. Mal positiv formuliert. Wie gehst du damit um, mit dieser Situation? Also Coaching als solches funktioniert natürlich nur, wenn der Coachee auch die Freiwilligkeit hat, sich helfen lassen zu wollen. Da ist natürlich die Fragestellung erstmal, wo sind seine Widerstände, dass er sich nicht verändern möchte. Dort ist ein klärendes Gespräch, das kann durchaus mal sein, wir gehen beide spazieren oder ins Kaffeehaus und ich taste mich dort ran, weil dort vielleicht durchaus etwas ganz tief an Ängsten oder Widerständen drin ist, wo er die Angst hat, den Deckel quasi zu heben, weil da könnte etwas rauskommen, was er sich gar nicht betrachten möchte. Und dann ist die Frage, ob er natürlich bereit ist, sich dieser Sache zu stellen. Wenn die Bereitschaft jetzt erstmal nicht da ist? Dann kann ich nichts machen. Also wenn er diese Bereitschaft nicht hat,
Dann muss er für sich einfach, aber alleine dadurch, dass man dieses Gespräch hatte einfach mal, und da rede ich ja jetzt nicht an der Stelle bohrend nach dem Motto, um ihn zwangs zu beglücken, aber alleine die Thematik, lass uns doch mal diese Runde gehen, uns Kaffee aussetzen, alleine dadurch kommt ja was in Bewegung und ich habe es häufig, dass Leute nach einer längeren Zeit dann auf einmal sagen, Günther, können wir uns beide mal zusammensetzen? Oder dass ich einmal mitkriege, dass sie sich im betrieblichen Kontext, im unternehmerischen Kontext auf einmal trotzdem verändert haben. Oftmals passiert es alleine dadurch, dass ich jemanden zur Selbstreflexion einen Fragebogen schicke, dass er sich diese Fragen durchliest und auf einmal spreche ich dann mit Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen von ihm und auf einmal sagen die, also seit 4 Wochen ist der auf einmal ganz anders. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht, ich habe nur einen Impuls reingegeben. Also auch dieser kleine Impuls, der eigentlich noch kein Coaching als solches ist, löst eine Veränderung aus. Und da ist es eben wichtig zu beobachten und zu schauen, braucht es noch einen weiteren Impuls? Was passiert jetzt? Und dadurch kann einfach ein durchaus nachher zielführender Veränderungsprozess in der persönlichen Haltung, Verhalten, dementsprechend gemacht werden. Was häufiger kommt, ist, wo denn auf einmal Menschen für sich die Bereitschaft haben, doch ein Coaching zu nehmen, ist, wenn sie auf einmal sich persönlich weiterentwickeln wollen, also eine neue Aufgabe, eine neue Rolle einnehmen wollen und mitbekommen, mit meinem bisherigen Verhalten kann ich das Neue nicht erfüllen. Und da geht es oftmals gar nicht darum, dass ich ein neues Verhalten erlerne, sondern altes Verhaltensmuster, die ich habe, einfach unterlasse. Und da muss man schauen, was sind einfach störende Verhaltensmuster in der neuen Rolle und dass man einfach daran arbeitet, das abzustellen. Das ist wesentlich einfacher, als ein neues Verhalten zu erlernen. Guten Morgen. Guten Morgen. Danke für den Wake-up-Call, für den ersten Vortrag, ganz spannend. Wir hatten eben das Beispiel von dem Landschaftsgärtner. Ja. Das war ja jetzt ein traditionell ausgebildeter Landschaftsgärtner nach PM-Struktur. Der hat nämlich Big Design First gemacht. Der könnte ja jetzt auch agil auftreten und sagen, ich mache mal einen Hauptweg. Dann gucke ich mal, wo die Trampelpfade entstehen und dann pflaster ich die. Mhm. Ja, funktioniert sowas in der Praxis oder sind die Leute dann eher unterwegs, es gibt ja Gegenbeispielsortierer, du bist ja auch NLP trainiert, die dann sagen, egal wo die Wege sind, ich gehe trotzdem einen anderen Weg und dann hilft das auch nichts. Das hängt natürlich immer ab von der Kultur, aus der das Unternehmen kommt. Wenn du dort eine sehr hierarchisch strukturierte Sache hast, dann wird natürlich das Neue erstmal auch aufgesetzt und das muss dann sehr planmäßig sein, sehr preußisch oder sehr britische Gartenlandschaftsarchitektur. Wenn ich Leute habe, die schon Erfahrungen haben nach dem Motto, wir schauen mal, wo die Trampelpfade kommen und pflastern die dann, das passiert, solche Unternehmungen. Und wenn dann welche von außen reinkommen, aus solchen eher alten, traditionellen Unternehmen, die sind dann auf einmal da, was ist denn bei euch? Die verstehen diese neue Kultur, dieses sich abwarten, wo die Trampelpfade entstehen. Die sagen dann, habt ihr irgendwas geraucht? Was ist bei euch los? Die verstehen das nicht. Und in beiden Fällen braucht es einfach eine Begleitung, dass diese beiden Kulturen zusammenkommen. Weil das Alte hat ja auch irgendwo seine positiven, guten Seiten gehabt. Das ist ja nicht alles schlecht. Ja, also Notfallmedizin, Notfallbehandlung, es ist absolut wichtig, dass du strukturierte, schnelle Abläufe hast. Da kannst du nicht sagen, jetzt gucken wir mal, ob da irgendwie was passiert oder Feuerwehr, ja. So, und das zusammenbringen oder wo sind die Elemente, ist ganz wichtig, aber immer darauf beachten, mit welchem Hintergrund, welcher Sozialisierung, auch im Unternehmenskontext kommen die Menschen dort rein, weil ich habe sonst immer wieder diese sozialen Spannungen und muss die immer wieder austarieren. Also best of both worlds und nicht entweder oder, ja? Ja. So. Ja. Und da kommt, weil du gerade dieses so schöne Beispiel sagst, in der buddhistischen Logik gibt es nämlich eine Sache, das alles nicht, aber das auch nicht. Also dieses Offensein für das, was entsteht, was ich auch noch nicht vor meinem geistigen Auge habe. Danke. 5 Minuten haben wir noch für Fragen. So, von mir eine
praktische Frage nochmal. Wenn man jetzt sagt, man schafft es, den Mitarbeiter auf diesen neuen Weg zu bringen, der merkt auch erstmal, ja, ist schön, geht auch. Dann kommt eben so eine Krise irgendwo, ein Störimpuls. Er fällt einmal wieder in sein altes Schema zurück. Es macht wieder Klick. Ja, das fühlt sich wieder richtig an. Das ist, wie ich es ursprünglich hatte. Wie schafft man es dann aber, möglichst schnell oder möglichst nachhaltig gleich wieder zu sagen, ja, in der Krise ist okay, hat funktioniert, aber jetzt nehmen wir wieder den neuen Weg. Ja, also genau diese Punkte, die ich hier angesprochen hatte, du brauchst jemanden, der dir dieses Feedback gibt, der dir dieses vermittelt, dass du in dieser Krisensituation wieder in deinen alten Trampelfaden, den ursprünglichen, zurückgefallen bist. Und das muss ein wertschätzendes Gespräch sein, also kein anklagendes, nach dem Motto, was machst du, Depp, da jetzt? Ist dir das eigentlich aufgefallen? Sondern wirklich auf Augenhöhe und mit ihm verständnisvoll dort arbeiten. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass dieser neue Trampelpfad wirklich so geübt wird, dass er dann auch in Stresssituationen später intuitiv gegangen wird. Ich habe eine Zeit lang einen Kunden in Berlin betreut und war immer untergebracht im Hotel an der Oper. Wer von euch hat schon mal in einem Hotel geschlafen, wo Künstler auch untergebracht sind? Frühmorgens 6 Uhr, wo ich noch schlafen wollte, vielleicht bis um 6:30, 6:45, standen die schon im Bad und trällerten. Aber nicht die ganze Arie, sondern einfach ihre Sequenzen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Kunstwerk, was ich abends hören möchte. Also sprich, die singen und üben ihre Sachen ständig. Und da ist einfach die Frage, wie viel Zeit nehme ich mir, das Neue zu üben. Wo schaffe ich mir Räume, also auch sowohl den richtigen Raum als auch den zeitlichen Raum, das zu üben. Ich erinnere mich an eine Sache vom Militär. Ich, junger Leutnant, nachts auf dem Gefecht stand, die blödeste Zeit von nachts um 1 bis um 3 hatte ich dort meine Mittelschicht gehabt. Da hörte ich durch die Klimaanlage ein Brüllen in Anführungsstrichen. Und dann kam irgendwann um 2 Uhr mein Geschwaderkommandeur zu mir rüber und dann fragte ich den, ob er auch diese Stimmen gehört hat. Dann sagte er zu mir, das war ich. Was hatte er gemacht? Er hatte am übernächsten Tag seinen Entschlussvortrag beim Divisionskommandeur und hatte nachts seinen Entschlussvortrag über eine Stunde geübt und quasi die Wand angebrüllt. Habe ich gefragt, warum haben Sie denn das gemacht? Damit ich in der Stresssituation, wenn mich der Alte unterbricht, also der Alte, der Divisionskommandeur, dass ich dann intuitiv wieder in meine alte Lagebesprechung hineingehen kann. Und das ist es einfach. Wie viel Zeit nehmen wir uns, unsere Sache zu üben, damit wir in Stresssituationen, alleine die Unterbrechung, wenn ich unterbrochen werde in meinem Pfad, dass ich dort wieder hineinkomme. Ja, also üben, üben, üben. Und es gibt einfach Leute, Berufsgruppen, die das von Haus aus machen. Es gibt aber auch Profis im beruflichen Kontext, die das auch für sich verstanden haben und machen. Wäre deine Frage damit beantwortet? Das ist jetzt auch ein total schönes Schlusswort, weil dieses, dass wir uns so selten diesen Raum geben, den wir auch brauchen, um was Neues zu machen. Also wir erwarten ja mal gleich, dass wir alles können. Ja. Hast du schön gemacht. Danke. Ja, danke dir auch. Vielen Dank an euch alle, dass ihr heute früh so zeitig hergekommen seid. Und ich wünsche euch weiterhin einen ganz tollen Tag hier. Danke.